Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr genießt diese sehr komischen Sommertage. Also irgendwie, wir haben zwar Sommer, das Video passt auch zur Jahreszeit, aber letzte Woche 30 Grad Sonne, diese Woche bewölkt, Regen und einfach mega das Dreckswetter. Tja, das ist leider Deutschland. Naja, ich denke mal, die wärmeren Tage in Deutschland werden auch wieder kommen. Dann wird sich dieses Video hier auch auszahlen. Denn heute kümmern wir uns um die besten Kurzarmhemden für den Sommer. War auch sehr, sehr nachgefragt. Genauso wie das letzte Video. Das war ja ein Video zu den besten Shirts für den Sommer. Das heißt, ich rüste euch hier perfekt für den Sommer aus. Kurze Unterbrechung, der Zip-Hoodie musste ausgezogen werden. Boah, ist das warm. Es ist so warm hier gerade in diesem Raum, obwohl es draußen so kalt ist und so regnet. Auf jeden Fall habe ich mir für dieses Video sehr, sehr viele nice Kurzarmhemden rausgesucht. Ich glaube, an der Zahl sind es 20 Stück. Also es wird eine XXL-Folge. Ich hoffe, es geht hier alles nicht zu lange. Es sind 20 sehr, sehr vielfältige, nice Hemden am Start von wirklich 15 Euro bis aber auch 3, 4, 500 Euro ist alles am Start. Bleibt dran, checkt alle Links in der Beschreibung ab. Schaut euch das Video komplett an. Und jetzt würde ich sagen, geht es los, Freunde. Ich will auch gar nicht so viel labern. Wir haben viel vor uns. Ja, los geht's. Ich denke mal, ihr kennt das Ganze. Ich werde mich jetzt erstmal hier zur Seite stellen. Ich hoffe, ihr könnt mich noch gut erkennen. Hier kommen die ganzen Bilder von den Hemden dann, ja, die ich vorstelle. Und ich werde jetzt mit dem preiswertesten Hemd beginnen. Und dann werden wir uns im Preis von Hemd zu Hemd zu Hemd immer weiter steigern, bis wir dann irgendwann mal am teuersten sind. Und deswegen starten wir auch direkt in dieses Video rein mit dem preiswertesten Hemd für dieses Video für nur 16 Euro. Und zwar einmal dieses hier von Shein. Gibt es in Rot, in Blau und in Schwarz. Ich muss für mich persönlich sagen, ich kann dieses Paisley-Muster nicht mehr so wirklich sehen. Ich finde, das wurde in den letzten Monaten ziemlich stark auseinandergenommen. Trotzdem an sich ganz geil. Ich denke mal, es wird auch trotzdem Leute geben, die das feiern. Und ich meine, für 16 Euro kannst du da gar nichts falsch machen. Ich persönlich habe jetzt noch gar keine Erfahrungen mit Shein gemacht, aber ich kenne viele, die oft dort bestellen. Deswegen denke ich mal, ja, gibt es dort nichts auszusetzen. Und ich finde, 16 Euro kannst du nichts mit falsch machen. Vor allem das Blaue taugt mir echt hart. Und das wäre es einmal mit dem ersten Kurzarmhemd, beziehungsweise den ersten drei von Shein. Ist auch unten verlinkt für 16 Euro. Und wir machen direkt weiter. Als nächstes gibt es einmal drei verschiedene Hemden von Zara. Denn dort sind gerade fast alle Kurzarmhemden im Sale. Fast alle sind im Sale. Viel Trash dabei, aber auch viele coole Sachen. Ich habe jetzt drei verschiedene rausgesucht, die ich ganz nice fand. Ihr könnt aber auch gerne mal die Zara-Seite abchecken. Da gibt es noch mehrere. Aber ich habe mir drei Stück rausgesucht. Einmal dieses blaue hier, dann einmal dieses blaue hier und einmal dieses weiß-beige. Ich finde alle drei ganz geil. Einmal eben das blaue mit diesen, ja, fetten Pflanzen, Blumen drauf. Dann einmal eben dieses weiß-blaue mit diesen vielen Weiß-Akzenten, wo auch weiße Blumen am Start sind. Und eben das weiß-beigefarbene, wo so beige Blätter drauf sind. Ich finde alle drei ganz geil. Sind halt eben so übel Sommer-Vibes, die damit gecatcht werden, mit diesem ganzen, ja, Blumenthema auf den Hemden drauf. 26 Euro, muss glaube ich nicht zu sagen, sind halt eben im Sale, aber check auch gerne die Zara-Seite ab, da sind auch viele andere am Start. Das waren jetzt so meine drei Favorites, finde ich alle ganz geil. Wir hatten jetzt sechs relativ auffällige Hemden am Start, ja, die Paisley-Hemden, die Blumenhemden, aber auch, ja, schlichte Hemden dürfen in diesem Video natürlich nicht fehlen. Und da habe ich mir einmal das hier von Uniqlo rausgesucht, kostet 30 Euro, also nochmal 4 Euro teurer, hat einen sehr, sehr geilen Oversize-Fit, gibt es in Weiß, in Schwarz, in Creme, in noch einen helleren Cremeton, in Gelb, in Grau, in Blau, also in ganz, ganz vielen Farben. Ist ein schlichtes Basic-Hemd für die Leute, die halt eben diese schlichteren Hemden ein bisschen geiler finden, als jetzt die mit fetten Prints irgendwie drauf. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ist halt ein schlichtes Hemd ohne irgendwelche Details oder irgendwelche Designs. Deswegen, ja, checkt das gerne ab, wenn es euch taugt. 30 Euro von Uniqlo. Und mit Uniqlo macht man natürlich eigentlich auch nie was falsch. Deswegen, ja, eine Empfehlung von mir, hat einen coolen Fit, gefällt mir, das wär's dazu. Es wird ganze 2 Euro teurer, ja, deswegen schnallt euch an. Und zwar hatten wir einmal dieses Hemd hier von ASOS in so einem, ja, Mintgrün, in so einem hellen, schönen Grünton. Auch einen coolen Fit, sieht auf dem Fitpick ganz geil aus. Hat als Detail, sag ich mal, die Taschen in so einem, ja, glänzenden Material, finde ich auch ganz geil, so als Detail, kostet 32 Euro. Ich denke mal, dieses Hemd kannst du eigentlich nur tragen, wenn du so ein bisschen brauner bist, als wenn deine Haut ein bisschen, ja, gebräunt ist, weil wenn du so blass und weiß bist, dann, ja, kommt, glaube ich, dieses Grün nicht ganz so geil. 32 Euro kann man es auch gerne mal ausprobieren. Aber wir hatten noch ein weiteres Hemd von ASOS, zu dem kommen wir nämlich jetzt. Und zwar habe ich nämlich bei ASOS noch einmal das hier gefunden, ist von Reclaimed Vintage, das ist die Brand. Ist an sich eigentlich ganz schlicht in so einem hellen Blau, in so einem Babyblau. Aber als Detail gibt es einmal hier auf der Seite eine weiße lange Naht und hier eine weiße lange Naht, die einmal komplett runter geht. Finde ich als Detail ganz geil und ich finde auch den Farbton sehr schön in diesem Babyblau. Auch der fit eigentlich wieder genau meinen Geschmack. Crop geschnitten, boxy geschnitten, schöne lange Ärmel, schöner Kragen. Und ich denke mal, das kommt auch ganz geil. Und ja, nochmal 4 Euro teurer, 36 Euro von ASOS, auch unten verlinkt. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Wir hatten ja eben die schlichten Kurzarmhemden von Uniqlo. Und wer jetzt vielleicht sagt,
Uniqlo ist gar nicht mein Vibe, feiere ich irgendwie gar nicht so. Kann auch gerne die schlichten Hemden von Weekday abchecken, hier mal eingeblendet. Gibt's auch in Schwarz, Weiß und Gelb. Und ja, ist auch ein schlichter Oversize-Fit, ist eintönig. Also wer jetzt irgendwie sagt, ich hätte gerne ein weißes Kurz, auf jeden Fall einfach nur weißes, was aber cool fittet, kann auch gerne das von Weekday abchecken. Kostet 40 Euro und ich kann euch sagen, Weekday immer Top-Qualität, Top-Schnitt, ist eigentlich alles immer ganz nice. Bestelle ich sehr gerne bei Weekday und das für einmal eben das hier. 40 Euro, ist leider kein Fitpick am Start, deswegen weiß ich gerade gar nicht, wie es fittet. Steht nur Oversized, kurz am Hemd. Als nächstes hätten wir einmal dieses kurz am Hemd hier von Carhartt, beziehungsweise von Carhartt VIP. Und zwar nämlich, ja, reduziert auf Farfetch von 100 Euro auf 80 Euro, steht so Wave und Heat in so einer, ja, verzirkelten, verspielten Schrift drauf. Finde ich an sich auch ganz nice. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich mit einem Hemd rumlaufen würde, wo Heat und Wave draufsteht. Aber an sich auch der Fit sieht gut aus. Crop geschnitten, boxy geschnitten, schöne Ärmel. Ja, wie eigentlich jedes Hemd hier, weil ich würde jetzt auch keine Hemden vorstellen, die jetzt einen scheiß Fit haben. Wer das feiert, kann es auch gerne abchecken. Für mich wüsste ich ja nicht, ob das sowas wäre, wegen diesem Heatwave. Ja, Geschmackssache. Aber auch bei Farfetch reduziert von 100 Euro auf 80 Euro. Ja, könnt ihr auch gerne abchecken. Ich habe ja so ein bisschen auf Farfetch rumgestimmt, habe so ein bisschen geschaut, was gibt es bei Farfetch so. Und bin dann auf zwei Hemden gestoßen, die ich echt ganz geil fand von einer Brand, die ich so noch nie gehört habe. Und zwar nämlich 5CM. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es einmal dieses Hemd hier in grün oder so einem Olivton. Hat einmal an der Brust zwei Pockets, die so ein bisschen schräg sind. Und nochmal zwei Pockets und hat eben so sehr große Knöpfe, also die sind sehr auffällig. Da weiß ich nicht ganz, okay, diese großen Knöpfe, ist das jetzt so meins? Hat auch so ein bisschen, ja, so Rentner-Vibes. Ihr kennt ja diese Hemden, die so Rentner manchmal tragen. Ja, können so ein bisschen, aber ich finde die Pockets eigentlich ganz geil, dass die hier so ein bisschen schräg sind. Hier nochmal so Pockets, sieht man auch nicht oft, finde ich ganz geil. Das Hemd hat nämlich so ein bisschen kleinere Knöpfe, die nicht ganz so auffallen. Die Pockets so ein bisschen unter der Brust, finde ich auch ganz geil. Und auch der Fit sah echt gut aus. Sind beide reduziert von 107 Euro auf 96 Euro, ist schon wieder jetzt ein bisschen teurer, aber ich finde, geht noch voll klar für ein kurzes Hemd. Und ja, ich denke mal, sollte ganz geil sein. Fit sieht cool aus, Design gefällt mir. Mir fällt gerade auf, dass ich irgendwie echt sehr, sehr viele Hemden jetzt von Farfetch habe. Ich habe da viel geschaut, die hatten echt geile Hemden am Start. Zum Beispiel eben dieses hier von Levi's. Ich hätte niemals gedacht, dass ich ein Hemd von Levi's vorstelle. Aber ich habe das gesehen, ich fand das irgendwie ganz interessant. Hat nämlich unten einmal so komplett um den Bund unten so eine Welle. Also ich denke mal, das soll so eine, ja, Welle bzw. das Meer sein, finde ich auch ganz geil, auch eben diese Sommer-Vibes, ihr kennt das ja, kurz am Hemd im Sommer bei 30 Grad tragen, ja, da kommt sowas ganz gut. Dann nochmal oben so eine Brusttasche, wo noch so ein kleines Levi's-Patch in Navy dran ist und ansonsten auch schlicht weiß, der Fit sieht auch echt entspannt aus, ist runtergesetzt von 120 Euro auf 97 Euro, das heißt, wir steigern uns 1 Euro im Preis zu den Hemden von eben. Und ja, Levi's-Qualität auch immer top. Das nächste Hemd gibt mir irgendwie so ein bisschen Burberry-Vibes, falls ihr mich checkt. Und zwar einmal das hier von Daily Paper. Runtergesetzt von 150 Euro auf 114 Euro. Und ich merke gerade, irgendwie sind übel viele Hemden hier im Sale, Alter. Was ist denn hier gerade los? Wie gerade schon gesagt, gibt mir irgendwie so ein bisschen diese Burberry-Vibes, obwohl es eigentlich ein ganz anderes Muster ist. Was mir aber sehr, sehr gut an dem Hemd gefällt, sind diese roten Akzente hier an der Seite. Da ist nämlich noch so ein, ja, umrandetes Muster irgendwie drauf. Finde ich ganz geil. Gibt dem Hemd nochmal so einen kleinen Touch, weil sonst wäre es echt irgendwie übel langweilig. Würde dann aussehen wie so ein Rentnerhemd. Aber diese roten, ja, Akzente werten das Ganze so ein bisschen auf, wie gesagt, von 150 runtergesetzt auf 114 Euro. Auch Daily Paper immer eine sehr, sehr starke Qualität am Start. Ich hatte mal ein T-Shirt davon, glaube ich. Wo ist das eigentlich? Stimmt, wo ist das eigentlich? Dann habe ich mir als nächstes einmal zwei verschiedene Hemden von Stussy rausgesucht. Die hatten auch irgendwie echt viele geile Hemden am Start. Das hier ist jetzt, würde ich sagen, ja, schon harte Geschmackssache, ist so ein bisschen eigen, wird wahrscheinlich vielen nicht gefallen. Was gedenke ich mal für die, die sagen, boah, Alter, mega nice. Sind nämlich so große Pfirsiche drauf, ansonsten ist das schwarz mit halt diesen fetten Pfirsichen überall drauf. Für den Sommer kann man auf jeden Fall machen, kurz am Hemden generell, finde ich, da kann man sich echt viel ausprobieren, was jetzt den Sommer betrifft, weil wenn es warm ist, ihr seid irgendwie am Strand oder sonstiges, ihr tragt so ein nices kurz am Hemd, da kommt das schon echt ganz geil, muss ich wirklich sagen. Kostet 137 Euro bei Farfetch, ja, ich würde es, denke ich mal, jetzt nicht holen, weil, ja, wäre mir dann noch ein bisschen too much. Beim zweiten Hemd, muss ich ganz ehrlich sagen, taugt mir unfassbar krass. Werden jetzt, denke ich mal, auch viele sagen, yo, Jan, what the fuck, was ist das denn? Ich muss sagen, ich finde es übel nice irgendwie, hat voll den geilen Vibe. Und zwar einmal das hier für 150 Euro direkt von der Stussy-Seite. Ist halt oben so bis zur Brust komplett blau, dann wird es unten weiß, hat dann hier so zwei rote Eiswürfel, die
irgendwie aus, als wären die aus Eis und so ein bisschen zerlaufen würden. Aber ich finde irgendwie, das kommt mega, mega nice. Ich finde das Hemd irgendwie übel stark. Wie gesagt, das alles hier ist Geschmackssache. Ich denke mal, es gibt auch viele, die sagen, Alter, das Hemd ist mega, mega wack. Es gibt, denke ich mal, viele, die sagen, ja, das Hemd ist echt cool. Ich finde es wirklich nice. Als nächstes gibt es eine Brand, die habe ich, glaube ich, noch nie in einem Video bei mir vorgestellt. Und zwar einmal Sandro Paris. Ich denke mal, die Brand wird so ausgesprochen. Mit diesem Hemd hier. Ist auf dem Bild jetzt vielleicht gar nicht so nice, ist einfach schwarz mit so weißen Blumen drauf. Die haben noch so leichte lila Akzente, die, ja, kommen auf dem Bild aber irgendwie gar nicht rüber. Und zwar hat Gianni nämlich auch dieses Hemd, das hatte der nämlich in Dubai ganz, ganz oft an. Und da muss ich wirklich sagen, sehr, sehr nice Hemd, sah sehr, sehr entspannt bei Gianni aus. Jetzt hier nur Homo oder so, aber es sah echt fresh aus. Ist ein cooles Hemd, kostet 155 Euro, also mal 5 Euro teurer als das Düssi Hemd. Aber ich finde es echt cool, könnt ihr auch gerne abchecken, 155 Euro von Sandro Paris. Ist auch, glaube ich, relativ dünn, also es ist sehr, sehr... ja, dünn geschnitten, das heißt, es ist schön luftig für den Sommer und ja, das wär's dazu. Ja, Freunde, wir starten jetzt mit dem unangenehmen Part dieses Videos und zwar werden wir nämlich jetzt teuer. Wir werden jetzt ehrenlos teuer. Wir steigern uns im nächsten Hemd direkt um das Doppelte. Ja, wir waren eben bei 150 Euro, das heißt, wir landen jetzt knapp bei 300 Euro mit diesem Hemd hier von Marni für 290 Euro. Ich muss wirklich sagen, entspanntes Hemd in so einem schönen Grünton, der Kragen in dem Blau, hier als Akzent nochmal das Marni in Gelb über der Tasche. Ist ein cooles Hemd, ist jetzt, wenn ich ehrlich bin, nothing special. Wird da jetzt nicht Marni hier stehen? Ja, wenn wir mal ehrlich sind, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so krass. Der Fit auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich meine, Justin hat das auch. Hat er das auch? Ich glaube schon, ich glaube, Justin hat das auch. Cooles Hemd. Ja, 290 Euro, wer das Geld über hat, kann es sich gerne kaufen. Ist jetzt auch, wenn man ehrlich ist, jetzt kein unfassbar krasses Hemd. Aber ich finde es ganz cool mit dem Gelbakzent hier, der Tasche, dem blauen Kragen. Als nächstes hätten wir einmal drei verschiedene Hemden von Jacquemus, die allesamt 305 Euro kosten. Was eine Stange Geld ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja selber ein Hemd von Jacquemus und zwar nämlich einmal dieses hier in diesem, ja, weiß babyblau Farbton mit diesen ganzen Blättern drauf, hier nochmal Jacquemus auf der Brusttasche eingestickt. Ist eine 10 von 10. Dieses Hemd ist eine 10 von 10. Der Fit 1A, die Qualität 1A, der Tragekomfort 1A. Ich habe nichts, was ich daran aussetzen könnte, wirklich gar nichts. Und ja, deswegen kann ich die Hemden mit gutem Gewissen empfehlen. Klar, die sind echt teuer, also 300 Euro für ein Hemd ist scheiße viel Geld, keine Frage. Aber dieses Hemd hier ist Liebe, habe ich in Dubai sehr, sehr oft getragen. Als erstes gibt es einmal das hier in diesem Beige-Ton mit ganz, ganz vielen so... ja, Limonade-Packungen überall drauf, finde ich auch sehr, sehr nice, hat echt einen coolen Vibe, so für den Sommer. Hat auch wieder eine Brusttasche, Jacquemus auf der Brusttasche wieder eingesteckt, kostet 305 Euro. Auf Farfetch, auch unten verlinkt, das wäre einmal das erste. Als zweites gibt es einmal das hier und da muss ich sagen, ich weiß gar nicht so genau, wie ich es jetzt beschreiben soll. Also, es ist so babyblau-weiß, ähnlich wie das, was ich schon habe, nur halt mit einem ganz anderen Design. Wir hatten in der oberen Hälfte des Hemdes, ja, schaut euch einfach an. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, das Design. Schaut euch einfach an. Das ist auch von Jacquemus. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ich glaube, das hatte sich sogar Vincent, also von Willi und Vincent, dem YouTube-Kanal, hatte sich, glaube ich, Vincent das Hemd auch gekauft. Ich finde es ganz geil. Und das letzte Jacquemus-Hemd für dieses Video wäre einmal das hier. Hat Gianni auch und ich glaube, es hat Maximilian sich auch gezogen. Also Gianni hat das safe, Maximilian hat es aber, glaube ich, auch. Hat auch so einen eigenen Vibe. Schaut euch einfach gerne an. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier beschreiben soll. Wir hatten hier einmal eine Tasse drauf und Werkzeugschlüssel und irgendwie einen Teller mit gelben Kirschen drauf, aber ich finde im Gesamtbild sieht das Hemd sehr, sehr geil aus. Ja, auch von Jacquemus, die haben auch noch ganz, ganz viele andere Hemden am Start, könnt ihr gerne abchecken bei Farfetch. Ich habe mir jetzt die drei hier rausgesucht. Ja. Und jetzt wird es noch teurer. Jetzt wird es ehrenlos. Als nächstes hätten wir für schlappe 469 Euro einmal das Hemd hier von Marni. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist fast für mich das schönste Hemd aus diesem Video. Ich finde, es ist geisteskrank nice. Generell die Farben, dieses Rot, Beige und Grün, kommt in der Kombo sehr, sehr nice. Und ich finde, im Gesamtbild sieht das sehr, sehr schön aus. Ja, der Preis sieht nicht schön aus, aber trotzdem cooles Hemd. Könnt ihr auch gerne abchecken von Marni. Aber wenn ihr dachtet, das wäre ehrenlos, dann... am besten jetzt das Video schon mal beenden. Denn jetzt kommen wir zu guter Letzt zu zwei Hemden von Prada. Ja, Prada darf nicht fehlen. Ich meine, Prada macht fast nur mit die geilsten kurzen Hemden, die es gibt, finde ich. Nur leider ist der Preis halt gar nicht geil. 750 Euro für ein Hemd würde ich niemals ausgeben. Aber ich finde, die Hemden sind krank. Wir hatten einmal das hier in Blau. Unfassbar geil. Ich finde, das sieht einfach krank aus. Und einmal das hier in diesem Dunkelblau mit diesen Rotakzenten. Ich glaube, das hat Justin auch. Ja, ich glaube, das hat er auch. Kann schon gut sein. Sehr, sehr geile Hemden beide.
Ich finde das Blau sogar noch ein bisschen geiler mit diesen Wellen drauf und diesen Bergen und den Pflanzen. Boah, sieht das nice aus. Aber ja, 750 Euro. Da bin ich raus. Ja, Freunde, ich saß gerade im Schnitt des Videos und mir ist aufgefallen, ich habe die Abmoderation irgendwie komplett vergessen. War schon beim Mittagessen, habe schön Sushi gegessen, ihr kennt mich ja. Ist auch egal, Freunde, das ist mein Video gewesen. Das waren alle 20 Kurzfilme, die ich mir für euch rausgesucht habe. Ich hoffe, der ein oder andere konnte sich vielleicht irgendwas kaufen. Ich fand, es war wirklich, ja, sehr viel cooler Stuff dabei, sehr, sehr vielfältig. Wenn ihr was gefunden habt, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren, ob der ein oder andere vielleicht was gekauft hat. Und ansonsten, wie immer, Freunde, Daumen nach oben geben, abonnieren, Kommentar schreiben. Und das ist dann auch mit dem Video gewesen, Freunde. Genießt den Tag, genießt den Donnerstag. Ich fliege heute, von euch aus gesehen, nach Mailand. Habt sehr, sehr Bock. Also ich denke mal, wenn ihr das Video seht, bin ich schon in Mailand. Mailand-Bock kommt auch, deswegen stay tuned. Das mit dem Video, Freunde. Haut rein und ciao.